Moin, liebe Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Drogöchen pro Pöchen. Diesmal tatsächlich diese Woche noch alle geschafft, oder? Geil, oder? Mal gucken, ob es dann nicht nur bei der bleibt, sondern dass wir direkt, weitermachen. So, wir sind jetzt mit Lori soweit im Griff. Glaube ich, haben wir sie. Ach, ich weiß nicht, vielleicht ist auch noch alles fake. Mal schauen, sie lächelt hier sehr süß. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir sie ja rum jetzt. Ja? Vielleicht wird es ja unsere Lori jetzt. Also, los geht's. Gut, Lori, warte nur, wenn ich dich habe. Wir jagen sie durchs Zimmer noch. Ihr wisst, nach dem Duschen, ne? Dann rennt sie wie so ein kleines Kind. Ist es nicht süß? Ne? So mag ich sie leiden. Außer ihr Kuscheltierchen und das mich zerstört. Das ist ja verstörend. Ich muss letztendlich laut lachen. Ja, machen wir mal weiter. Okay, du hast es so gewollt. 10 Minuten lang versuche ich sie zu fangen. Vergeblich. Siehst du? Warum? Erschöpft von diesem kleinen Tornado lasse ich mich aufs Bett fallen. Sie kommt zu mir und springt genau neben mich. Sie streckt sich aus, ihre langen Haare liegen auf der Decke. Wir sehen uns lachend an. Kennt ihr es auch, wenn ihr sagt irgendwas und dann auf einmal meldet sich Google oder Alexa? Ja, bei mir auf jeden Fall. So. Es ist das erste Mal, dass ich mit ihr so viel Spaß habe. Schade, dass wir keine Zeit haben, um das noch etwas in die Länge zu ziehen. Na, siehst du, war mal witzig. Gut, beeil dich und zieh dich an, sonst kommen wir noch zu spät zur Schule. Lori sieht mich gelangweilt an. Na, Spaß vorbei, ne? Ich will aber noch spielen. Wir spielen heute Abend weiter, versprochen. Na, bin ich aber gespannt. Komischerweise hört sie auf mich und zieht sich an, ohne Probleme zu bereiten. Wow, was ist nur heute Nacht passiert, dass sie wie ausgewechselt wirkt? Ne, die Kuscheltierchen. Das sind aber auch Horror-Kuscheltierchen, wenn man darauf guckt. Hier der Tintenfisch, dann dieser Hase mit den roten Augen, hier irgendwas da zusammengenähte, irgendwas. Also ehrlich. Kann es sein, dass sie mich langsam akzeptiert oder bereitet sich nur wieder den nächsten Punkt vor? Ich bin schon spät dran und lange darüber nachzudenken. Alles, was jetzt erst einmal zählt, ist, dass sie unseren Streit von gestern Abend vergessen hat. Das ist ja schon mal gut. So, mir ist natürlich eben gerade voll L das Spiel abgeschissen. Abgeschmiert, abgestürzt, wie auch immer, wie das möglich sein kann. Als Lori fertig ist, gehen wir sofort los. Ach, wie hübsch. Wir werden etwas schneller laufen müssen, sonst komme ich einmal mehr zu spät zum Kurs. Das scheint derzeit zur Gewohnheit zu werden. Was nicht so gut ist irgendwie, ne? Macht einen sehr, sehr schlechten Eindruck bei unserem Werwolf, Dr. Professor Jones. Da ich zu meinem ersten Kurs nicht so schnell gedrückt habe, ich bekomme eine Ermahnung, weil ich schon mehrfach zu spät war. Und ich muss den urlangweiligen englischen Literatur über mich ergehen lassen. Ja. Ich bin jetzt gerade dabei, mich für den Sportkurs umzuziehen. Der ist zwar nicht unbedingt das, was mich an der Uni am meisten interessiert, aber da muss ich halt durch. Ja, was? Du kannst ein bisschen Sport machen. Zum Glück begleitet mich Sarah. Da ist es nicht allzu hart. Dass wir uns inmitten all dieser Mädchen wiederfinden, die rumgluchsen und kichern, hilft mir nicht unbedingt dabei, mich wohlzufühlen. Ich hasse Cheerleader. Oh ja, ich auch. Was? Ah, ja, die. Hab ich schon ganz vergessen. Und diese dumme Kurs namens Samantha ist auch da mit ihren Freundinnen. Die tun so, als wären sie ganz große Stars, nur weil sie sich auf das fast schon unmenschliche Atmen verbiegen können. Schlangenmenschen halt. Anhand der Blicke, die sie mir zuwerfen, verstehe ich sofort, dass sie sich gerade in irgendeiner Form über mich lustig machen. Worum auch immer es dabei gehen mag. Sie lacht auf einmal und spricht besonders laut, damit wirklich auch jeder hört, was sie sagt. Auch ich. Nein, aber ihr könnt das glauben. Die geht richtig hart ran, sag ich euch. Ihr hättet sehen müssen, wie sie sich an ihn angeworfen hat. Mehrere Mädchen lachen und werfen mich mit herablassenden Blicken zu. Mein Gott. Samantha spricht von den Abend, als wir in Lohns Zimmer waren. Da zerreißt sich aber die Richtige das Maul. Noch schlimmer als sie konnte ich mich ja darüber gar nicht bloßstellen. Warum nur muss sie mich unbedingt bei allen anderen diskretieren? Sie hat doch nun ganz klar gesehen, dass ich mich nicht für Lohn interessiere. Ich dachte, mein feuriger Kurs wäre mehr als eindeutig gewesen. Beachte sie einfach nicht. Dieses Mädchen ist ein echter kleiner Giftzweck. Ignoriere sie einfach. Ich nicke. Das mache ich schon den Großteil der Zeit, aber jedes Mal fängt sie wieder von vorne an. Und sie wird nicht damit aufhören, bis sie ein neues Opfer gefunden hat.
Sie hat dafür ein Talent. Jeder weiß hier, dass sie sich liebend gerne in irgendwelchen verwundbaren Opfer sucht. Okay, ein Puzzle-Session kommt. Warum nur finde ich es alles andere als beruhigend, zu wissen, dass dieses Mädchen eine psychische Störung hat? Ach, das waren die da drüben, okay. Ich werde mir wünschen, wenn sie sich eine neue Prügelknaben suchen würde. Das ist nur eine Frage der Zeit. Sie hat nie sehr lange das gleiche Ziel. Na toll, bis dahin hasse ich sie von Mal zu Mal mehr. Neuerliches Gekicher von Samanthas Fanclub erregt einmal mehr unsere Aufmerksamkeit. So tun, als würdet ihr darüber stehen. Ich versichere euch, sie steht übelst auf den Jüngsten der Bartolis. Ich frage mich, wohin die beiden danach wohl noch gegangen sind. Das geht dich gar nichts an. Wenn ihr meine Meinung hören wollt, ich bin mir sicher, dass sie keine ist, die sich mit einem einzigen Kuss zufrieden gibt. Da trifft sich gut, Drogo mag ja die leichten Mädchen. Ist das so? Ich schreite ein, ich bringe sie um. Ja komm, ich bringe sie um. Diesmal habe ich genug gehört. Ich gehe wütend auf diese Schlange los. Du nennst mich ein leichtes Mädchen, guck dich mal an. Du Bordsteinschwalbe. Drogo ist nicht der, für den du ihn hältst. Und das war's, Knechtchen. Drogo ist nicht der, für den wir ihn halten. Aber wer soll er denn sonst sein? So, meine lieben Knechtchen, das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.